Mit ihm kam das Grauen und das Sterben, mit Peter Plogojewitsch. Sein Tod, Anfang 1725, ist gleichzeitig die Geburtsstunde des modernen Vampirs. Über 90 Menschen, junge und alte, dahingerafft nach 24-stündiger, rätselhafter Krankheit. Der verstorbene Plogojewitsch verfolgt die Sterbenden in ihren Träumen und Delirien, legt sich auf sie, wirkt sie, dass sie nunmehr den Geist aufgeben müssten. So steht es in den Protokollen der herbeigerufenen kaiserlichen Hofbeamten. Erstmals ist von jenen sagenhaften Blutsaugern die Rede. Die, die sich Vampiri nennen. In Kisolova, einem Grenzort zwischen der K&K-Monarchie und dem Osmanischen Reich, nimmt die Epidemie ihren Anfang. Es ist ein plötzlicher Anfall, der die Gesunden zerstört. Nächtliches Hochschrecken, Atemnotattacken, panische Angst, tiefe Erschöpfung und rasende Sichtung. Die Epidemie breitet sich aus und immer zeigen die Symptome eine verblüffende Übereinstimmung. Unstillbarer Durst, Schmerzen im Darm-Magen-Trakt, Gehörschwäche und Sprachstörungen. Und immer werden die Kranken von einem ganz bestimmten Phänomen heimgesucht. Ein Toter verfolgt sie. Ein Untoter. Ein Vampir. Und immer das gleiche, völlig real empfundene Bild. Die Vorstellung, der letzten Lebensenergie beraubt zu werden. Danach 24 Stunden totale Erschöpfung. Dann der Tod. Die hastig zu den Seuchenherden entsandten Militärärzte stehen vor einem Rätsel. Ihre Berichte, Protokolle und Spekulationen, nachlesbar im Wiener Hofkammerarchiv, sind Dokumente der Hilflosigkeit. Eine Analyse, 250 Jahre danach. In einem dieser Fälle wird berichtet, dass eine Frau vom Vampir heimgesuchte und getötete Schafe gegessen hat. Es könnte sich daher um eine Krankheit gehandelt haben, die Tiere befällt in erster Linie und sekundär durch den Genuss verdorbenen Fleisches zur Krankheit des Menschen führt. So wäre als akute Krankheit zum Beispiel Milzbrand überlegenswert. Milzbrand ist eine Erkrankung des Weidevieh. Das Fleisch ist infektiös, wenn es nicht gut durchgebraten oder durchgekocht ist. Die Felle sind infektiös, sodass durch den Genuss verdorbenen Fleisches ein großes Kollektiv von Menschen im Nahefeld dieser Nahrungszufuhr an dieser Krankheit gestorben sein können. Wie aber passen die zahllosen rätselhaften Berichte über Untote, Vampire in die Milzbrandtheorie? Was ist mit dem verstorbenen Wiedergänger Plogojewitsch, der 10 Wochen nach seinem Tod eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzte? Gerade bei Erkrankungen der Atemwege, wo es durch mangelnde Sauerstoffaufsättigung zu Umnachtungen des Geistes kommt, werden immer wieder Beklemmungsgefühle vom Patienten wahrgenommen, die das Gefühl vermitteln, als würde ihn jemand würgen oder würde ihn jemand an den Hals gehen. In den Sommermonaten des Jahres 1725 eskalieren die Ereignisse. Immer dringlicher werden die Schreiben der Beamten vor Ort. Die Epidemie wütet vor allem unter den serbischen und walachischen Grenzern. Die betroffene Bevölkerung fordert die Exhumierung der verdächtigen Toten. Massenauswanderungen drohen. Schließlich gibt man in Wien dem Drängen nach. Im Juli 1725 wird die Genehmigung für eine Exhumierung erteilt. Die Beamten hoffen, so die Vampirhysterie an der Reichsgrenze zu stoppen. Ort der offiziellen Untersuchung? Ein kleines Dorf im heutigen serbisch-rumänischen Grenzgebiet, Kisolova. In dem idyllisch an der Donau gelegenen Nest hatte die Epidemie ihren Anfang genommen. Das Untersuchungsobjekt? Der seit 2,5 Monaten im Grab liegende Leichnam des Peter Plogojewitsch, des gefürchtetsten Untoten der Region. Die Untersuchung findet unter der Leitung des Kameralprovisors Frombald statt.
Und ihr Ergebnis sollte einen Mythos schaffen, der noch bis heute besteht. Der Kameralprovisor Frombald sieht sich mit dem seltsamsten Fall seiner Laufbahn konfrontiert. 9 Dorfbewohner hatten zu Protokoll gegeben, Plogojowitsch nach seinem Tod gesehen zu haben und von ihm gewürgt worden zu sein. Alle 9 waren bald darauf verstorben. Sogar seine Frau hatte ausgesagt, dass ihr Mann zu ihr gekommen sei und seine Schuhe begehrt hätte. Einstimmig fordert die Dorfgemeinschaft die Öffnung des Sarges. Deschidem. Als der Sarg dann offen ist, bietet sich den Zeugen ein grauenvolles Bild. Der Leichnam zeigt kaum Verwesungsspuren. Haare und Fingernägel scheinen im Grab gewachsen zu sein. Das Glied des Toten ist erigiert. Für die Teilnehmer der Exhumierung sieht es so aus, als hätte sich unter der alten Haut, welche etwas weißlich war, eine Frische gebildet. Das von langer Krankheit ausgemergelte Gesicht des lebenden Plogojowitsch wirkt nun voll, als hätte der Tod dem Verstorbenen blühendes Aussehen verliehen. Die Bestürzung schlägt in Zorn um. Zorn auf einen untoten Mörder. Den Leichnam des Peter Plogojowitsch ereilt das, was noch in unserer Zeit Millionen Menschen als einzig wirksames Mittel zur Tötung eines Untoten einfällt. Fällt ihn. Fällt ihn. Die Vorstellung, dass man nur einen Pfahl in das Herz eines Toten rammen muss, um eine Epidemie abzustellen, ist natürlich tiefster Aberglaube. Und Kameralprovisor Frombald wird damals ganz ähnlicher Meinung gewesen sein. Aber dann, 10 Wochen nach der Beisetzung des Peter Plogojowitsch, geschieht das völlig Unerwartete. Ein Toter, der blutet. Blut spritzt ihm wie Wasser aus Ohren und Mund. Zur damaligen Zeit war unbekannt, dass ein Leichnam in der Erde etwa 8-mal so lange bedarf, gleichartige Leichenveränderungen aufzuweisen wie bei Liegezeit im Freien. So war es den Exhumierenden völlig ein überraschendes Ereignis oder Befund vorzufinden, dass nach sehr langer Liegezeit im Erdgrab die Toten nahezu keine Verwesungszeichen aufgewiesen haben. Ein Vampir verwest nicht, soweit der Glaube der einfachen Leute. Für die Gebildeten muss angesichts unverwester Leichname ein Weltbild zusammengebrochen sein. Dabei geht es ihnen wie allen Menschen. Wir wissen, dass Tote verwesen, aber nicht wie. Vom Kauen und Schmatzen der Toten in den Gräbern. Titel eines Traktates von 1734. Der Autor Michael Ranft hat recht. Tote schmatzen tatsächlich. Es wird aus der Lunge Blut- und Fäulnisflüssigkeit über die Atemwege aus den Gesichtsöffnungen ausgepresst. Es perlen der Leiche aus Mund und Nase eine blutige Flüssigkeit hervor. Und während dieses Hervorquellens sind auch Geräuschentwicklungen zu beobachten, die als ein Blubbern und Gurgeln imponieren, sodass beobachtende Personen hier ein Schmatzen der Leichen interpretieren könnten. Blut lässt die Untoten erblühen. Aber für die Nicht-Vampirgläubigen, was geschah mit den hohlwangigen Gesichtszügen des Peter Plogojowitsch? Das Phänomen, dass Personen, die zu Lebzeiten mager waren, bei der Exhumierung sich als wohlgenährt oder fettleibig dargestellt haben, ist durch die Bildung von Fäulnisgasen zu erklären. Dadurch kommt es zur Aufblähung des Körpers. Die Fäulnisgase pressen aber auch Flüssigkeit aus der Leiche aus. Es kommt Flüssigkeit unter die Haut, unter die Oberhaut. Die Oberhaut geht in Blasen ab und es geht flächenhaft die Oberhaut mit Nägel und Haaren ab. Und darunter erscheint die Lederhaut wie eine neue Haut und die leeren Nagelbetten erscheinen, als würden sich neue Nägel gebildet haben. Die großen Gasansammlungen in der Bauchhöhle führen zum Übertritt von Gas unter die Hülle des Penis und diese Strukturen werden dann ballonartig überdimensional vergrößert
und imponieren ungeübten und unerfahrenen Personen als Erregierung des Penis. Die Menschen begleiten ihre Toten bis zum Scheiterhaufen oder zum Grab. Und niemand käme auf die Idee, nachsehen zu wollen, was mit dem Leichnam des lieben Freundes oder Angehörigen nach seiner Bestattung geschieht. Allein der Gedanke daran verbreitet Grauen. Wenn das Grab dennoch geöffnet wird, konfrontiert es die Unerfahrenen, und das sind wir alle, möglicherweise mit etwas völlig Unerwartetem. Nur eine von vielen Möglichkeiten, was aus einer Leiche werden kann. Feuchtigkeit, Luftmangel lässt die Fette im Leichnam zu Wachs erstarren. Schimmelpilzkulturen verleihen dem Toten ein monströses Aussehen. Und er vergeht nicht. In der katholischen Kirche gilt Unverwesbarkeit als göttliches Zeichen, auch wenn vielleicht hier und da der Konservator nachgeholfen hat. Allein aus der verständlichen Unkenntnis der Verwesungsprozesse kann ein Kult entstehen. Der Beweis dafür sind nicht zuletzt die Heiligsprechungsverfahren der Kirche oder die Vampirepidemien. Natürlich kommen diese wissenschaftlichen Erklärungen für die Vampirgläubigen von damals zu spät. Und der Mythos der blutsaugenden Untoten ist keineswegs auf die alte Welt beschränkt. Europäische Auswanderer tragen den Vampirglauben nach Neuengland in den Norden der USA. Seit dem 17. Jahrhundert ist dort, wo Amerika am europäischsten ist, die Angst vor dem Vampir nur unter einer dünnen Schicht von Aufklärung verborgen. Eine winzige Erschütterung, und aus dem Vampirglauben wird ein Vampirwahn. Den bizarren Beweis dafür lieferte ein rätselhafter Fund in dieser Sandgrube, 40 Meilen von Hartford, der Hauptstadt Connecticuts, entfernt. Es geschah 1993, während Vermessungsarbeiten. Ein Arbeiter kletterte auf den Sandhügel, trat Steine los und ein etwa ballgroßer Gegenstand kullerte den Abhang hinunter, ein Totenschädel. Die Entdeckung des Familienfriedhofs der Waltons. Damals ahnte niemand, dass dieser Fund weltweite Aufmerksamkeit erregen würde. Der Grund? Auf dem Walton-Friedhof fand man das Grab eines Vampirs. Niemand kannte seinen vollständigen Namen, nur seine Initialen, J.B. Die Archäologen tauften ihn deshalb scherzhaft John Boy. Um den Vampir zu begraben, haben sie die Beinknochen in eine gekreuzte Position gebracht. Sie haben ihn enthauptet und sie haben den Schädel gedreht. Und sie brachen die Brusthöhle auf. Aus den meisten historischen Unterlagen über Vampirismus in Neuengland können wir ersehen, dass sie früh genug nach dem Tod in die Brusthöhle eindrangen, wenn noch genügend weiches Gewebe wie das Herz da ist. Und eines der Rezepte, das wir kennen, ist, dass sie das Herz aus der Brust entfernen, es verbrennen und in manchen Fällen ein Medikament daraus machen und dass die Kranken, die sie schützen wollen, diese Medizin trinken. Fehlen auf amerikanisch. Wissenschaftliche Fahndung nach einem Vampir. Auf dem Familienfriedhof der Waltons entdecken die Archäologen der Universität von Connecticut das buchstäblich tödliche Geheimnis des vampiristischen Rituals. John Boy litt unter Tuberkulose. Und Tuberkulose ist ansteckend. Die Tuberkel, die Krankheitserreger, sind so langlebig und gefährlich, dass noch 150 Jahre später die Gefahr der Ansteckung besteht. In jenen Tagen des Jahres 1830 muss ein Walton-Familienmitglied nach dem anderen an Tuberkulose, also an Schwindsucht, regelrecht dahingewelkt sein. Die Epidemie erweckte sie zum Leben, die allgegenwärtige Angst vor den Blut- und Lebensenergie saugenden Untoten. Das Monster vermutete man in dem Mann, der als erster starb, in John Boy. Als sie das Grab öffneten, haben sie gesehen, dass der Körper der Person sich verändert hatte. Sie sahen einen Körper, der aufgedunsen und vergrößert war. Während zur gleichen Zeit die Lebenden, die unter Tuberkulose litten, immer mehr verfielen, immer mehr Energie verloren, sie wurden krank. Und als der Zusammenhang zwischen dieser aufgedunsenen Leiche und dieser dünner werdenden lebenden Person immer offensichtlicher wurde,
hat sich eine Art Konzept entwickelt, eine Art Glaubenssystem, dass die Toten sich von den Lebenden ernähren. Welche grauenhaften Funde mögen noch auf den Friedhöfen in Connecticut oder Rhode Island der Entdeckung harren? Auf dem Gottesacker suchten die einfachen Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts die untoten Mörder ihrer Kinder, Frauen, Männer und Verwandten. In gewisser Weise hatten sie recht. Denn wenn sich die gesamte Dorfgemeinschaft zu einer Vampirhinrichtung auf dem Friedhof einfand, die Gräber öffnete, Knochen und Brusthöhlen zerbrach, halb verweste Herzen herausriss, dann nahmen sie alle, jeder für sich, die Tuberkel, die Keime des Todes auf. Eine seltsame Ironie. Die Rituale zum Schutz der Lebenden vor den Toten waren die eigentlichen Todesbringer. Doch plötzlich, nach Jahrhunderten, erstarb der Vampirglaube. Und kurioserweise war es ein Vampir, der ihn beendete. Der letzte belegte Fall eines Vampirrituals ereignete sich 1892. Sehr bald darauf, nämlich 1897, schrieb Bram Stoker Dracula. Und wir glauben, dass nachdem das Buch erschienen war, diese Aktivität mit Horror gleichgesetzt wurde, mit etwas Bösem. Und deshalb hat es aufgehört. Zumindest gibt es seitdem keine historischen Belege mehr dafür. Dracula sorgte für Ruhe auf amerikanischen Friedhöfen. Seine Existenz jedoch verdankt der Fürst der Finsternis einer rätselhaften Epidemie, ausgehend von einem kleinen serbischen Dorf namens Kisolova. Gezündet durch Offiziere des Wiener Hofkriegsrates, verbreiten sich die Nachrichten über den Vampirus serbiensis wie ein Lauffeuer. Die Ereignisse um und in den österreichischen Grenzprovinzen sind Gegenstand gelehrter Zeitschriften von Prag bis Den Haag. Was 1730 mit der Exhumierung des Peter Plogojewitsch in Kisolova begann, löst eine regelrechte Diskussionsepidemie aus. Auch der britische Schriftsteller Abraham Stoker gerät in den Bann des Vampirs. In der Bibliothek in London studiert Stoker die Traktate über Blutsauger und Untote, Berichte und Dokumente österreichischer Beamter über rätselhafte Vampirepidemien. Sein Interesse gilt schmatzenden Toten und gepfählten Untoten. Doch die Bauern und Grenzer der serbischen und rumänischen Dörfer taugen nicht als Hauptpersonen für seinen Vampirroman. Allein die Vampirschriften des frühen 18. Jahrhunderts füllen Wände. 1770 unkt der Philosoph Voltaire, von 1730 bis 35 war von nichts anderem als von Vampiren die Rede. Und je mehr man verbrannte, desto mehr tauchten auf. Die Exhumierung des Plogojewitsch schuf einen Präzedenzfall. Massenexhumierungen, eine regelrechte Toteninquisition waren die Folge. 1755 unterschrieb Österreichs Kaiserin Maria Theresia ihren Vampirerlass, notwendig gewordene staatliche Reaktion auf Totenschändungen, namentlich Pfählungen, um diese künftig keineswegs zu gestatten. Unweit der Region, wo die moderne Vampirhysterie begann, stieß auch Stoker auf seinen Antihelden. Ein walachischer Fürst mit einer Vorliebe für Pfählungen, Vlad Draculea. Das war 1897. Der Rest ist Geschichte. Filmgeschichte. Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, feierte 1922 Premiere. Ein neues Filmgenre war geboren, der Vampirfilm. Bela Lugosi erschuf Mitte der 30er die Figur des Edelvampirs. Dass er auch privat im Sarg schlief, ist ein Gerücht. Tatsache ist, dass er im schwarz-roten Dracula-Cape beerdigt wurde. Mit Christopher Lee ging Dracula in den 50ern und 60ern in Serie, oftmals Billigproduktionen mit so blutrünstigen Titeln wie Dracula jagt Bikini-Mädchen. Klaus Kinski als Nosferatu, faktisch eine 1:1 Kopie zum Murnau-Werk. Gary Oldman, Coppolas Dracula, die mit Sicherheit wuchtigste, aufwendigste und authentischste Stoker-Verfilmung. Das Original, Vlad Draculea alias Vlad Tsepes,
das heißt der Pfähler. Er wurde im siebenbürgischen Karpatenstädtchen Schäßburg geboren. Das Licht der Welt erblickte Vlad Draculea in diesem Gasthof 1430 oder 31, eine Notunterkunft. Denn Vater Vlad II. Befand sich mit seiner Familie im Exil. Vlad Tsepes, Ritter des Drachenordens, war kein muskelbepackter Paradeheld, eher kleinwüchsig, hatte durchdringende Augen und die Ausstrahlung eines Mannes, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Schon als 20-Jähriger wird er von dem ungarischen Reichsverweser Johannes Hunyadi mit der Aufgabe betreut, als Vojvode der Walachei auch Siebenbürgen vor den Türken zu beschützen. Bram Stoker erdichtet seinem Dracula ein Schloss am Borgo-Pass. Doch da hatte der echte Vlad nie etwas verloren. Seine Burgen und Festen sind keine düsteren Opernkulissen, sondern wehrhafte Bastionen gegen das tausendköpfige Meer der Türken, das sein Land zu überrollen droht. Auf der Festung Rysow in den Karpaten hat er tatsächlich gelebt. Wie oft er in den 6 Jahren seiner Regierung hier wirklich weilte, ist jedoch nicht bekannt. Ceausescu machte Vlad III. Zum Nationalhelden, was der Legendenbildung Tür und Tor öffnete. Tatsachen und Legenden wurden durch den Fleischwolf sozialistischer Geschichtsschreibung gedreht, bis ein Draculea-Bild dabei herauskam, das dem kleinen rumänischen Diktator gefiel. Eines indessen dürfte unverfälscht der Wahrheit entsprechen. Wie Vlad zu seinem Beinamen Tsepes, der Pfähler, kam. Diese Szene aus der Francis Ford Coppola-Produktion Dracula ist unter vielleicht 100 Dracula-Verfilmungen eine Kuriosität. Sie ist annähernd authentisch. Nach einem Sieg über ein türkisches Heer pflanzte der Vojvode einen Wald der Gepfählten. Militärisch eine Tat der Abschreckung, aber auch ein Zeichen für den beginnenden Wahnsinn des Herrschers. 1462 wird Vlad III. An die Donau, auf die Hochburg Visehrad nach Ungarn gebracht. Ein ausdrücklicher Befehl des ungarischen Königs Matthias Corvinus. Ob in Ehren, als Fürst unter Hausarrest oder als Gefangener mit Kerkerlogie, kann heute niemand mit Bestimmtheit sagen. Dass sein Name sich auf der Häftlingsliste des Verlieses im Salomonturm findet, ist eine Fiktion. Auch für die Behauptung, dass der große Fürst während der Gefangenschaft immer mehr dem Wahnsinn verfiel und amüsierten Gästen des Königshauses als Skurrilität vorgeführt wurde, fehlt es an historisch sicheren Beweisen. König Matthias Corvinus gibt seinen Gefangenen schließlich frei. Von der einst so mächtigen Burg, die jahrelang den berühmtesten rumänischen Fürsten beherbergte, existieren nur noch Ruinen. Wenn diese Mauern erzählen könnten. Doch Vlad wird nicht nur ein freier Mann, er erhält auch wieder Amt und Würden. 1476 wird er, der mittlerweile Mitvierziger, Vojvode der Walachei. Zum dritten und letzten Male. Ein Jahr später, 1477, wird Vlad Tsepes getötet. Ob er im offenen Kampf fiel oder Opfer eines Meuchelmordes wurde, beide Möglichkeiten werden von Geschichtsschreibern gehandelt. Wir haben unsere Wahl getroffen und seine letzten Augenblicke rekonstruiert. Thank you.
Der Untote, der Blutsauger, der Vampir stirbt, wenn man ihn pfählt oder seinen Kopf vom Körper trennt. So mag die Behauptung, dass auch Vlad Tepes geköpft wurde, eine Legende sein. Ersponnen aus der Angst, dass sich dieser unvorstellbar grausame Herrscher nach seinem Tod zum Untoten wandelt. Die historisch etwas hemdsärmelige These geht davon aus, dass der abgeschlagene Kopf dem Mörder lediglich als Beweis seiner Tat diente, wie wenn man einem erlegten Wolf die Ohren abschneidet. Man gab sich mit dem Haupt des Pfählers jedenfalls sehr viel Mühe. Es wurde im kochenden Honig konserviert, wenn man so will, kandiert. Denn so makaber es auch klingen mag, ähnlich wie ein Paradiesapfel auf der Kirmes, erhielt Vlads Kopf eine luftundurchlässige Zuckerglasur. Sultan Mehmed II., Herrscher des Osmanischen Reiches. Es waren seine Soldaten, die Vlad Tepes zu Hunderten grausam aufspießen ließ. Er verlangt, den Kopf des Erzfeindes zu sehen. Ob es auch Mehmed war, der den Auftrag zum Mord an dem Woiwoden gab, ist unbekannt, aber nicht ausgeschlossen. Zurück zu den harten Fakten. Auf dieser kleinen Insel im Snagov-See verbirgt sich die letzte Ruhestätte Draculeas. Ironie des Schicksals, dass sie fast in Sichtweite des Waldes liegt, in dem er getötet wurde. Touristikpilger haben keine Chance. Wer das Grab sehen will, muss ein umständliches Genehmigungsverfahren über sich ergehen lassen. Absagen erfolgen ohne Angaben von Gründen. Ein Ruderboot bringt die genehmen Besucher zur Insel. Die Mönche des Klosters verfolgen jeden Schritt der Ankömmlinge. Kompromisslos verteidigen sie die Ruhe des Toten. Die definitiv letzte Öffnung des Grabes fand 1853 statt. Gefunden wurde ein Skelett, und zwar mit Schädel. Einen Beweis dafür, dass der Tote tatsächlich Vlad Tepes ist, gibt es nicht. Seine Kleidung, die Grabbeilagen deuten jedoch darauf hin, dass es sich um einen hohen Würdenträger gehandelt haben muss. Die Behauptung, ein BBC-Team hätte in den 60ern diese Grabplatte gehoben und den Leichnam gefilmt, ist eine Ente. Kategorisch wurde bislang jedem die Genehmigung verweigert, das Grab zu öffnen. Und daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern. Das Grab ist lediglich Tarnung. Unsere Inszenierung entspricht exakt der Realität. Der Sarkophag unter der Steinplatte ist leer. Um den Leichnam vor Grabräubern zu schützen, hat man ihn links neben der Grabmulde aufgebahrt. Auch Murnaus Nosferatu liegt im Sarg, tagsüber. Ein Filmzitat des Stoker-Werkes. Friedrich Murnau ergänzt Stokers Horrorcocktail noch um einige grausige Zutaten, zum Beispiel Ratten, unheimliche Überträger von Krankheiten, die sich von Abfällen ernähren, beißwütige Kreaturen der Dunkelheit. Auch eine Murnau-Zutat, Hyänen als Vampirgeschöpfe. Und erstmals im Dracula-Film Fledermäuse, seit der antike Symbol für das Unheilbringende, für Tod und Teufel. Fledermäuse wurden in dem ganzen Mittelalter mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Es gibt ein spanisches Sprichwort, Gott erschuf die Schwalbe und der Teufel die Fledermaus. Und die Fledermaus wurde sozusagen als Diener Satans betrachtet. Wenn eine Fledermaus in ein Haus hineinflog, dann wurde geglaubt, der Teufel kommt mit hinein.
Sie sind die einzigen wirklichen Vampire. Ihre Nahrung ist Blut. Ihre Heimat Mittel- und Südamerika. Ihre Opfer, Haustiere, Vögel, ganz selten Menschen. Ihr Biss schmerzlos, eine winzige Wunde, geschnitten mit rasiermesserscharfen Schneide- und Eckzähnen. Ihr Speichel hindert das Blut am Gerinnen, wirkt örtlich betäubend. Sie saugen nicht, sie lecken das Blut, viel Blut, täglich in einer Menge, die ihrem Körpergewicht entspricht. Aber Entwarnung, die wahren Vampire sind Winzlinge, spatzengroß, vielleicht 30, 35 Gramm schwer. Sie lieben die Dunkelheit. Um diese Aufnahmen mit einer Makro-Spezialkamera überhaupt möglich zu machen, musste die Fledermaus 4 Wochen lang auf Licht trainiert werden. Nach 6 Stunden Wartezeit, der Vampir trinkt Blut. Und nur Blut erhält ihn am Leben. Blut ist das Synonym für Lebenskraft schlechthin. Schon in der griechischen Antike ein Lockmittel für die Wesen des Todes. Landschaftsimpressionen aus dem Nordwesten Griechenlands. 100 Kilometer von der Gebirgsstadt Ioannina entfernt. In den Augen der alten Griechen war diese Region etwas ganz Besonderes. Hier lag der Hades, das Reich der Toten. Bindeglied zwischen diesseits und jenseits war der Fluss Acheron. Der Strom der Toten, auf dem die Seelen in die Unterwelt trieben. Und der Totenfluss ist keineswegs ein mystisches Fantasieprodukt, es gibt ihn tatsächlich. Nach dem Fall Trojas verschlug es Odysseus, so erzählt der griechische Dichter Homer, an die Gestade des Totenreiches. Der listenreiche Odysseus wollte in die Unterwelt hinabsteigen, um die gefallenen griechischen Helden Menelaos und Agamemnon um Rat zu fragen. Also tat er das, was jeder mutige Grieche an seiner Stelle getan hätte. Er mietete ein Boot und ruderte zum Totenorakel auf dem Acheronsee. Soweit Homers Odyssee. Jahrhundertelang hielt man Homers Reisebericht für reine Dichtung. Heute ist man klüger, denn das Totenorakel existierte tatsächlich. Der Beweis? 1955 fanden griechische Archäologen den dunklen Orakelort, das Nekromanteion, also den Zugang zur Unterwelt. Nach seiner Ankunft verordneten die Orakelpriester dem Helden eine Nulldiät und wahrscheinlich auch Schlafentzug. Nach Wochen der Enthaltsamkeit dann Drogen. Odysseus irrte durch dieses Labyrinth, berauscht und körperlich völlig entkräftet. Nach qualvollen Stunden ist er am Ziel. Drogen umnebelt glaubt Odysseus im Reich der Toten zu sein. Heute wissen wir, dieses Tonnengewölbe, vielleicht 200 Quadratmeter groß, ist nichts anderes als die Hauptbühne für einen groß angelegten Bluff der Orakelpriester. Und die Totenstimmen, geflüsterte Worte eines Priesters, der eine Etage höher, 4 Meter über Odysseus, eine Steinplatte verschiebt. Odysseus, Xenos Kosmos, Kathiki Spitisu. Το ταξίδι σου θα είναι μακρύ και δύσκολο, χωρίς άκρη και τέρμα, σαν κύκλος. Von alledem ahnt der verirrte Odysseus natürlich nichts. Er will seine gefallenen Kameraden locken und er lockt sie mit Blut, das er in einen unterirdischen See gießt. Die Toten sind gierig auf den Lebenssaft. Blut ist der Stoff, der ihnen fehlt. Blut ist Leben. Sie sind blutleere Schatten. Der Geruch des Blutes lockt sie. Sie sind Schattenwesen. Das Blut frischt ihre erloschenen Lebensgeister wieder auf. In der Vorstellung der Griechen ist Blut ein magischer Stoff. So stark, dass er selbst Tote zu neuem Leben erwecken kann. Die Toten im Hades sind nichts anderes als Vampire. Mit einem unstillbaren Durst nach Lebensenergie. Nach Blut. Der Schatten eines Vampirs. Er gehört einem Mann, der weiß, was es heißt, gierig auf Blut zu sein. Dieser Mann hat sich mit einem Vampir verabredet. Er hält sich für einen modernen Van Helsing, für einen Vampirologen. Sein Name Steven Kaplan, Doktor der Soziologie und Gründer des Vampirforschungszentrums Amerika. Für Kaplan sind Vampire real existent, eine eigene Gattung der Spezies Mensch. 615 Fälle verwahrt er in seinem Archiv. Kaplan hat Angst, im letzten Moment hat er das Treffen mit dem Vampir abgesagt. Soho in New York,
ist ihm als Treffpunkt zu unsicher. Es ist sehr gefährlich. Ein Fehler und ich bin tot. Ein neuer Zielort, telefonisch vereinbart. Stadt Soho, Brooklyn. Der Vampir will kommen. Der Treffpunkt, ein öffentlicher Friedhof. Kaplan will kein Risiko eingehen. Meine Familie wird mich vermissen, die Medien, und es ist sehr gefährlich. Mitglieder von Sekten wollen mich kriegen, weil sie denken, ich stehe auf der Seite der Vampire. Die Vampire, weil sie denken, ich stehe auf der Seite der Vampirjäger. Und die Öffentlichkeit, weil sie denkt, ich bin verrückt. Der Mann, der von sich behauptet, ein Vampir zu sein, ist Mitte 30, männlich, weißer. Er braucht Hilfe, will ein Gespräch mit Kaplan. Soweit die Bandaufzeichnungen des telefonischen Anrufbeantworters in Kaplans Vampirforschungszentrum. Das Interview mit einem Vampir, für Kaplan ein Stück Forschungsarbeit. Er sieht sich als Wissenschaftler, nicht als Jäger. Wie viel Blut trinken Sie? Unzen. Unzen, okay. Manche Leute behaupten, es gallonenweise zu trinken. Wie oft trinken Sie Blut? Durchschnittlich 2-3 Mal die Woche. Jeder potenzielle Vampir wird von Kaplan wissenschaftlich getestet. Für uns ist der Test eine Enttäuschung, denn Kaplans Fragen sind so durchsichtig, dass wahrscheinlich jeder, der als Vampir gelten will, den Test bestehen dürfte. Auch unser mutmaßlicher Vampir wird, wie zu erwarten, allen Anforderungen Kaplans gerecht. Okay, wie ist es hiermit? Ja, Knoblauch. Auch unser Vampir mag keinen Knoblauch. Und natürlich weiß er, dass Knoblauch eine Substanz enthält, die die Chemie des Blutes verändert. Vampirtest bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Angenommen, es gibt tatsächlich Vampire. Lebende, keine Untoten. Was haben sie mit den Attributen aller Stoker gemein? Unser Vampir nennt sich Arne und ist Künstler. Über diese Angaben hinaus herrscht Funkstille. Arnie vergeht nicht im Sonnenlicht, aber seine Haut ist lichtempfindlich. Zufall? Vampirattribut? Oder schlicht erlogen? Und natürlich hat Arnie, wie alle Vampire, kein Spiegelbild. Oder doch? Für Arnie keine Frage, er ist ein Vampir, weil er Blut liebt. Die erste Erfahrung, an die ich mich erinnere, war, als ich 13 oder 14 Jahre alt war und ich mir in den Finger geschnitten habe. Ich habe den Finger in den Mund gesteckt, um das Blut zu stoppen. Und ich erinnere mich genau daran, dass ich den Geschmack geliebt habe. Es war, ich liebte den Geschmack von Blut. In einem Punkt hat Arnie uns überzeugt. Er glaubt tatsächlich, ein Vampir zu sein. Und wenn es Dr. Kaplan nur halbwegs ernst ist mit seiner Forschung, dann geht es zumindest in Amerika Hunderten, wenn nicht Tausenden, wie Arnie. Menschen, die sich für lichtempfindlich, für besonders attraktiv halten. Menschen, die glauben, ohne Menschenblut nicht leben zu können. Es wird eine zweite Persönlichkeitsstruktur, die in einer gewissen Weise vollkommen selbstständig agieren kann, erzeugt. Und die ist dann die Rolle des Vampirs. Was heißt, dass es so weit geht, dass sich physiologische Veränderungen zeigen, dass zum Beispiel der Gesichtsausdruck sich verändert, dass die Stimme sich verändert und dass man sogar physiologisch, also zum Beispiel EEG-Veränderungen feststellen kann. Also das heißt, es ist dann gewissermaßen wirklich eine andere Person. Und es ist also nicht gespielt, sondern es ist in der Tat eine andere Person. Und wenn eben diese Person den Charakter eines Vampirs hat, dann wird sich die Person auch so verhalten. Draculas Schatten ist allgegenwärtig. Der Vampir ist unsterblich, weil er in jedem von uns schlummert. Die Blutsauger, Untoten, Vampire oder wie immer man sie auch nennen mag, sind ein Symbol. Die Verkörperung der Angst vor dem plötzlichen Siechtum, dem körperlichen Verfall, ein Symbol für den Saft des Lebens, Blut. Und mag unsere Gesellschaft auch noch so fortschrittlich und aufgeklärt sein, diese Urängste können wir nicht vertreiben. Denn immer wird Blut der Lebenssaft sein. Und ewig ist die Angst, ihn zu verlieren. Und wenn der Vampir erwacht, dann bremst ihn kein Sonnenlicht, kein Kreuz, kein Knoblauch. Dringlicher werden die Schreiben der Beamten vor Ort. Die Epidemie wütet vor allem unter den serbischen und walachischen Grenzern. Die betroffene Bevölkerung fordert die Exhumierung der verdächtigen Toten. Massenauswanderungen drohen. Schließlich gibt man in Wien dem Drängen nach.
Im Juli 1725 wird die Genehmigung für eine Exhumierung erteilt. Die Beamten hoffen, so die Vampirhysterie an der Reichsgrenze zu stoppen. Ort der offiziellen Untersuchung? Ein kleines Dorf im heutigen serbisch-rumänischen Grenzgebiet, Kisolova. In dem idyllisch an der Donau gelegenen Nest hatte die Epidemie ihren Anfang genommen. Das Untersuchungsobjekt? Der seit 2,5 Monaten im Grab liegende Leichnam des Peter Plogojevic, des gefürchtetsten Untoten der Region. Die Untersuchung findet unter der Leitung des Kameralprovisors Frombald statt. Und ihr Ergebnis sollte einen Mythos schaffen, der noch bis heute besteht. Der Kameralprovisor Frombald sieht sich mit dem seltsamsten Fall seiner Laufbahn konfrontiert. 9 Dorfbewohner hatten zu Protokoll gegeben, Plogojevic nach seinem Tod gesehen zu haben und von ihm gewürgt worden zu sein. Alle 9 waren bald darauf verstorben. Sogar seine Frau hatte ausgesagt, dass ihr Mann zu ihr gekommen sei und seine Schuhe begehrt hätte. Einstimmig fordert die Dorfgemeinschaft die Öffnung des Sarges. Das geht ja. Als der Sarg dann offen ist, bietet sich den Zeugen ein grauenvolles Bild. Der Leichnam zeigt kaum Verwesungsspuren. Haare und Fingernägel scheinen im Grab gewachsen zu sein. Das Glied des Toten ist erigiert. Für die Teilnehmer der Exhumierung sieht es so aus, als hätte sich unter der alten Haut, welche etwas weißlich war, eine Frische gebildet. Das von langer Krankheit ausgemergelte Gesicht des lebenden Plogojevic wirkt nun voll, als hätte der Tod dem Verstorbenen blühendes Aussehen verliehen. Die Bestürzung schlägt in Zorn um. Zorn auf einen untoten Mörder. Den Leichnam des Peter Plogojevic ereilt das, was noch in unserer Zeit Millionen Menschen als einzig wirksames Mittel zur Tötung eines Untoten einfällt. Fällt ihn. Fällt ihn. Die Vorstellung, dass man nur einen Menschen führt, so wäre als akute Krankheit zum Beispiel Milzbrand überlegenswert. Milzbrand ist eine Erkrankung des Weidevieh. Das Fleisch ist infektiös, wenn es nicht gut durchgebraten oder durchgekocht ist. Die Felle sind infektiös, sodass durch den Genuss verdorbenen Fleisches ein großes Kollektiv von Menschen im Nahefeld dieser Nahrungszufuhr an dieser Krankheit gestorben sein können. Wie aber passen die zahllosen rätselhaften Berichte über Untote, Vampire in die Milzbrandtheorie? Was ist mit dem verstorbenen Wiedergänger Plogojevic, der 10 Wochen nach seinem Tod eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzte? Gerade bei Erkrankungen der Atemwege, wo es durch mangelnde Sauerstoffaufsättigung zu Umnachtungen des Geistes kommt, werden immer wieder Beklemmungsgefühle vom Patienten wahrgenommen, die das Gefühl vermitteln, als würde ihn jemand würgen oder würde ihn jemand an den Hals gehen. In den Sommermonaten des Jahres 1725 eskalieren die Ereignisse. Immer durch Schmerzen im Darm-Magen-Trakt, Gehörschwäche und Sprachstörungen. Und immer werden die Kranken von einem ganz bestimmten Phänomen heimgesucht. Ein Toter verfolgt sie, ein Untoter, ein Vampir und immer das gleiche, völlig real empfundene Bild. Die Vorstellung, der letzten Lebensenergie beraubt zu werden. Danach 24 Stunden totale Erschöpfung. Dann der Tod. Die hastig zu den Seuchenherden entsandten Militärärzte stehen vor einem Rätsel. Ihre Berichte, Protokolle und Spekulationen, nachlesbar im Wiener Hofkammerarchiv, sind Dokumente der Hilflosigkeit. Eine Analyse, 250 Jahre danach. In einem dieser Fälle wird berichtet, dass eine Frau vom Vampir heimgesuchte und getötete Schafe gegessen hat. Es könnte sich daher um eine Krankheit gehandelt haben, die Tiere befällt in erster Linie
und sekundär durch den Genuss verdorbenen Fleisches zur Krankheit des. Mit ihm kam das Grauen und das Sterben, mit Peter Plogojowitsch. Sein Tod, Anfang 1725, ist gleichzeitig die Geburtsstunde des modernen Vampirs. Über 90 Menschen, junge und alte, dahingerafft nach 24-stündiger, rätselhafter Krankheit. Der verstorbene Plogojowitsch verfolgt die Sterbenden in ihren Träumen und Delirien, legt sich auf sie, wirkt sie, dass sie nunmehr den Geist aufgeben müssten. So steht es in den Protokollen der herbeigerufenen kaiserlichen Hofbeamten. Erstmals ist von jenen sagenhaften Blutsaugern die Rede. Die, die sich Vampiri nennen. In Kisolova, einem Grenzort zwischen der K&K-Monarchie und dem Osmanischen Reich, nimmt die Epidemie ihren Anfang. Es ist ein plötzlicher Anfall, der die Gesunden zerstört. Nächtliches Hochschrecken, Atemnotattacken, panische Angst, tiefe Erschöpfung und rasendes Sichtum. Die Epidemie breitet sich aus und immer zeigen die Symptome eine verblüffende Übereinstimmung. Unstillbarer Durst,